Ja, alles klar. Wir sind Björn, Björn, Björn. Ja, ein bisschen tauschen, Alter. Ja, ich bin Björn. Ja, ich bin auch Björn. Ich bin der Marc. Ja. Ich bin der Christopher. Ich bin der Stefan. Ich bin René. Hey, ich bin Tjark. Ich bin Emily aus Begleitung. Ich bin Marco. Ich bin auch René. Ja, wie sind wir dazu gekommen? Also, angefangen hat das bei uns, glaube ich, vor circa anderthalb Jahren, zwei Jahren so. Da haben wir ein Video gesehen aus Neuseeland und waren halt echt begeistert von den Dingern. Haben angefangen, haben das erste Trike gebaut, mehr oder weniger so einen Prototypen. Und haben damit ein bisschen getestet, ein bisschen hier, ein bisschen da. Es immer ein bisschen wieder verfeinert und haben dann das zweite gebaut, das dritte, das vierte. Und dann kam im Prinzip ja, nochmal ein Schwung von 5-6 Leuten dazu und es sind immer mehr geworden. Also eigentlich eine recht große Truppe mittlerweile und ja, so läuft das halt irgendwie so. Wir haben uns das mehr abgeguckt bei unseren Kollegen aus Kreis Lübeck und haben uns gedacht, ja, man kann ja gerne mal ein bisschen was Neues ausprobieren und haben versucht, jedes Trike irgendwie individuell zu bauen, eine andere Bauart und so. Und ja, ist auch irgendwie ganz cool, so mit allem Mann zusammen dann verschiedene Trikes zu bauen. Und ja, werden gewiss noch mehr werden, hundertprozentig. Ja, die Itzoa sind ziemlich geil. Ja, die fahre ich jedes Mal. Wie was? So? Ja. Geil. Ja, die gehen fies ab, die Jungs. Oh Gott. Grüß und was kann man dazu sagen? Nix weiter. Alleine fahren ist scheiße, deswegen fahren wir zusammen. Ja, und einen recht herzlichen Gruß nochmal an unseren Marc, der leider wegen einer Konfirmation zu Hause bleiben musste. Marc! Und du fehlst hier sehr, Marc. Wir grüßen dich. Wir suchen immer wieder neue Leute. Facebook? Bei Facebook einfach quer-o-landen. Da findet ihr uns, schreibt uns an. Wir sind immer zur Verfügung. Wenn es Fragen gibt, Tipps, Räte, Nöte, meldet euch. Ordentlich teilen. Ja, ordentlich teilen und liken, das ist ganz wichtig. Den ganzen Tag teilen, an jedem, überhaupt und immer. Ja, und ansonsten gerne auch mal auf der Seite halt sich einfach mal anmelden, wenn ihr mal vorbeikommen wollt zum Zugucken oder so. Probefahren. Probefahren, lässt sich auch immer einrichten. Also Umkreis Hamburg sind wir eigentlich oft unterwegs und wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Also zur Vorbereitung, wenn wir dann irgendwie auf den Sonntag oder so mal losfahren, dann versuchen wir natürlich immer möglichst einen großen Anhänger zu haben oder große Transportfahrzeuge. Unsere Kumpels haben es ja gut, die haben eine Ladefläche. Können wir mit unserem Kombi nicht ganz mithalten. Aber wir schmeißen die Dinger dann auf den Anhänger, Netz rüber und gut. Ordentliche Ersatzteile müssen mit sein. Mit Schwund ist doch zu rechnen. Wie man heute wieder eindrucksvoll sehen konnte. Aber naja, Schwerverletzte haben wir bis jetzt noch nicht. Helm ist immer gut, auch wenn wir keinen getragen haben. Das ist echt schlecht von uns. Wir sind einige böse. Sind doof, keinen zu tragen. Keine Frage, ist aber keine, braucht keine Ausrede sein, weil naja, ist halt so. Kennt ihr selber, werdet ihr wahrscheinlich genauso machen. Ja, was man noch sagen kann, ist ein günstiges Hobby. Also es ist eigentlich für jedermann irgendwie erschwinglich. Und wer mit dem Schweifgerät umgehen kann und ein Fahrrad zerflexen kann, der kommt eigentlich auch relativ schnell zu so einem Dreirad. Ja, also denke ich. Also ab 50 Euro ist so ein Trike echt machbar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man fängt an mit einer günstigen Variante. Ja. Man versucht ja erstmal auszuprobieren, wie das Ganze so ist. Wir haben auch angefangen mit günstigen Rädern und naja, erstmal ein Kinderfahrrad in 20 Zoll genommen und das hat sich alles nicht so bewährt. Das ist natürlich relativ schnell kaputt gegangen und dann fängt man an, ja, macht doch Spaß und dann kann man auch besseres Material nehmen. Und dann wird es natürlich auch etwas teurer, aber jedem so, wie er es kann. Ne? Man kann auch öfters reparieren, dann kann man auch bei billigem Material bleiben. Der Spaß kommt beim Fahren, nicht beim Erzählen. Das Zugucken ist meist auch nicht ganz so spektakulär wie das Draufsitzen. Ich denke, das durften heute auch so einige Leute spüren. Ja, wo kommen wir her? Wir kommen im Prinzip aus mehr oder weniger ganz Schleswig-Holstein, also verteilt. Ein Teil von uns kommt eher so aus Lübeck, oder aus der Lübecker Gegend und die andere Hälfte eher so aus Itzehoe, grob gesagt. Und ja, treffen tun wir uns im Prinzip hauptsächlich in Hamburg, weil es für uns zentral ist. In Hamburg einen schicken Park haben wir da, an dem wir fahren können, in dem wir vor allem auch keine Menschen behindern, keine Verkehrsteilnehmer beeinflussen. Das ist immer wichtig, also auch gerade zu unserer Sicherheit. Und ja, in Harburg trifft man uns
wo wir jetzt auch gerade sind. Und es sind so die Hauptanlaufstellen eigentlich. Und im Prinzip machen wir es eigentlich auch immer publik per Facebook, wo wir sind und was wir machen an dem Tag. Das meiste ist Sonntag, an dem wir uns treffen, an dem wir fahren. Und ja, zuschauen, Probe fahren, mitmachen. Kann man nur sagen. Ja, wir haben ja hier nicht das Glück, dass wir hier die ganz großen Berge haben zum Fahren. Das ist ja doch eher norddeutsches Flachland hier. Wer also Vorschläge hat, die in ja, nicht allzu großer Entfernung erreichbar sind, wo man sich mal treffen kann, sind wir auch gerne für zu haben. Also wir kommen auch gerne mal ein paar Kilometer angereist. Vielleicht kann man dann ja mit so einem anderen kleinen Trupp, keine Ahnung, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, ist ja alles eher so, ja. Ist ja machbar, ist ja kein Ding. Da kann man auf den Samstagmorgen mal hindüsen oder auf den Sonntagmorgen und dann kommen wir gerne mal bei anderen Leuten vorbei zum Fahren. Für offene für neue Strecken sind wir immer offen. Wettkämpfe, ja, gibt es Wettkämpfe. In Deutschland ist das, glaube ich, also meines Wissens nach, dem Vor- und Nach, nicht so weit, dass es mittlerweile Meisterschaften oder Ähnliches gibt. Ich weiß aber, dass es in der Planung sein soll, dass mal ein Camp gemacht wird, dass mal über 2-3 Tage gezeltet wird, gefahren wird an den Strecken. Und wie weit das mittlerweile ist, wissen wir leider auch noch nicht. Das ist in Arbeit. Wir hoffen natürlich auch, dass wir so eine Dinge auch mal anfangen können. Wäre cool. Und man lernt ja immer neue Leute kennen, man lernt neue Tricks. Warum nicht? Macht Spaß. Ja, sonst Veranstaltungen. In Deutschland ist das halt nicht so weit. Ich weiß, in Neuseeland, wo der ganze Sport ja begonnen hat, da ist es mittlerweile so, dass es richtig Wettkämpfe gibt. Also die Jungs da, die fahren mittlerweile, ich glaube, alles dritte, viertes Wochenende fahren die irgendeinen Wettkampf. Ja, und auch weltweit, also gibt es mittlerweile auch Wettkämpfe in Thailand, meine ich, und Australien, Italien, Frankreich auf jeden Fall. In Frankreich habe ich auch Kontakt mit dem Meister, also die sind echt scharf dran da, die machen viel. Hier ist es leider noch nicht so weit, aber wir gucken, vielleicht kriegen wir auch was organisiert. Wir sind da auch hinterher bei Seifenkistenrennen uns publik zu machen, sind auf der Suche nach Sponsoren und ja, wir werden sehen. Ja, Tricks, Rennen ist schwierig. Ich weiß nicht genau, wie diese Wertungen da ablaufen. Aber ich bin der Meinung, dass es so abläuft, dass es da mehr oder weniger Wertungsrichter gibt. 3-4 Stück, die sich das angucken und es wird im Prinzip auf der Strecke nochmal mit Hütchen ein Parcours abgesteckt, in dem zu driften ist. Und ich meine, es werden auch Zeiten gestoppt. Es ist so eine Kombi aus beidem, soweit ich weiß. Und wer am schnellsten die Strecke abgedriftet hat, der ist halt gut dabei, ne? Boah, ich kann, glaube ich, fast sagen von uns, so die ganz großen Sportler sind wir an sich eigentlich nicht. Ja, bleibt auch neben dem Beruf gar nicht so viel Zeit, um sich irgendwie konditionell darauf vorzubereiten oder so, denke ich. Ja, also Skaten, immer so das macht immer verletzungsresistent. Ja, hört man ja, ein paar Skater sind dabei. Ich glaube, 1, 2, 3. Boah, ist 15 Jahre her, aber... 4. Ja, ey, aber sonst eigentlich nicht. Der ein oder andere ist noch im Kampfsportbereich ein bisschen aktiv, aber im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Also man muss da eigentlich nicht viel sportlich für sein. Nö. Das kommt von alleine. Das kommt von alleine, ja. Fahrradfahren musst du können und ja, nicht unbedingt Angst haben. Und dann kannst du eigentlich auch, dann brauchst du gar nicht so ein Supersportler sein. Das ist das. Jo, genau. Und der Rest, jo, das klappt schon. Ne? Kartfelgen hier. Grünes Rohr da, damit es rutscht, ne? Da so den Rahmen haben wir auseinandergerissen vom BMX, das geht ganz gut. Wir sind zurechtgekloppt, dass alles wirklich stabil ist. Und einen geilen Aufsitzmäher-Sitz, Alter. Ne? Schön so ein bisschen Polster. Ne? Sonst vibriert am der Arsch ganz arg. Sind wir uns einig? Danke. Ja, ein fettes Danke an Max, der uns unter anderem die Achsen gedreht hat. Evertrike, die ja angehörig sind mit zur deutschen Drifttrike-Community. Was kann man noch sagen? Die Fahrerinnen? Ja, unsere Fahrerinnen unter anderem, die uns immer den Berg raufziehen und wie sie wie bekloppt wieder nach unten jagen. ja, geiler Tag mit Bonus, hat echt Spaß gemacht.
Gerne wieder. Gerne wieder, ja. Auf jeden Fall. Echt, hat Laune gemacht. Ja, was sonst noch? Keine Ahnung, es sind so viele Menschen, die dahinter stehen. Du hast deine Mama noch nicht gegrüßt. Genau, ich möchte meine Mama grüßen. Hallo Mutti. Mutti, ich hab dich furchtbar lieb. Alles klar, viel Spaß von uns allen. Seht zu, dass ihr euch Trucks baut und rankommen, mitmachen. Spaß haben. Viel Spaß noch. So Jungs, fährst du quer? Siehst du mehr. Und tschüss.